Ja. Die gute Kultur oder die gute Stimmung, die es bei uns gab, natürlich waren wir auch jeden Tag dreimal verzweifelt und haben rumgeflucht, aber das gehört ja zum Sport dazu. Ich meine, wenn du Sport treibst, wenn du Fußball spielst, ärgerst du dich den ganzen 90 Minuten, kriegst einen in den Hintern, du wirst gefault, der Schiedsrichter macht irgendwie eine Fehlentscheidung. Das ist alles nicht entscheidend, weil du spielst gerne Fußball und die Leute haben bei uns halt gerne Fußball gespielt. Wenn ich früher von den Journalisten gefragt wurde, woran liegt's, habe ich ehrlich geantwortet, das ist ein Cocktail von vielen Dingen, der aber getragen ist von dem, was wir eben gesagt haben. Schlagwort Transparenz. Also Transparenz ist extrem wichtig. Klare Sprache, jeder muss wissen, woran er ist. Und dann, keine Missverständnisse. Das meiste sind ja Missverständnisse. Die 4K sind, wir fangen mit dem Produkt an, so gehört es sich. Das ist in dem Fall die Kreation. Dann das zweite K, extrem wichtig, ist Kultur. Weil wenn die Kultur in einer Firma nicht stimmt, dann stimmt eben auch die Temperatur nicht. Da ist keine Hitze da, dann werden die Tomaten nicht groß und rot. So, und das dritte K ist Kundenzufriedenheit. Ja, und das vierte war ja sowieso eine mitlaufende Größe, nämlich die Kasse. Natürlich gibt es immer Leute, die sagen, oh, das wird teuer. Das ist ja genauso, wenn du Plastik abschaffst, oh, das wird teuer. Aber jeder weiß doch, es kann nicht so weitergehen. Wir haben gesagt, okay, wir investieren oder wir suchen einen Fonds oder bauen einen Fonds, der in Firmen investiert, wo die Leute begeistert arbeiten und die sie ihre Mitarbeiter gut behandeln und wo die Leute sich entwickeln können, angstfrei sind und einfach mit gesundem Menschenverstand ihre Mitarbeiter behandeln. Und so ist das entstanden. Wenn du nicht stolz bist auf die Firma, gehst du auch nicht gerne hin. Es muss viel stimmen, bis du stolz bist. Ja, richtig, genau. Da muss viel stimmen. Und deswegen haben wir den Fonds eben Proud at Work genannt, dass ich also wirklich stolz auf meine Arbeit bin. Wenn dieser Fonds dazu beiträgt, dass die Leute sagen, ja, wir müssen den Leuten irgendwie einen Sinn in ihrer Arbeit geben und sie müssen sich wohlfühlen, wenn sie da hinkommen, es muss Transparenz herrschen und diese Werte müssen herrschen, dann hat man vielleicht für die Welt ja schon ein bisschen was getan. Geld verdienen ist eine nachlaufende Größe vom Richtigmachen.